Erst vor wenigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass Rennfahrerin Cora Schumacher, 43, wieder frisch verliebt ist. Wie die Website Bild.de Ende August berichtete, war sie mit X, Big Brother, Kandidatin Jörg Heidrich, 32, beim Knutschen gesichtet worden. Offiziell bestätigte Cora, deren Sendung Coras House of Love noch bis morgen, 2. Oktober, läuft, nicht. Es galt aber als sehr wahrscheinlich, dass sie ihn im Finale auserwählen würde. Im Video oben überraschte Cora mit der Aussage, ich bin ja auch nicht mehr alleine. Doch nun soll schon wieder aus sein, bevor im TV das im Juni aufgezeichnete Happy End verkündet werden konnte. Wie Bild.de schreibt, soll sich das Paar vor 2 Wochen getrennt haben. Auch im Video unten ging es Cora gar nicht gut. Nach einem schweren Sturz fragte sie sich, warum immer ich? Ob an der Trennung der beiden, die bislang nicht einmal die Beziehung öffentlich bestätigt hatten, wirklich etwas dran ist und was die wahren Gründe sind, dazu ist noch nichts offiziell. Aber vielleicht wird Cora sich ja nach dem Ende ihrer Show dazu äußern. Auf Nachfrage von bunte.de waren bislang weder Danny noch Cora dazu zu erreichen. Bye bye, Extensions. Im Video unten zeigt sich Cora Schumacher oben ohne. Erhalte sofort alle Neuigkeiten zu deinen Stars, indem du ihnen folgst.